Hallo, was machen Sachen? Ja, heute wollte ich mit euch ein bisschen über gemeinsam YouTube reden. Die Gruppe ist ja relativ ruhig geworden und ich würde das gerne ändern. Aber jetzt zum Anfang erstmal, was zum Henker ist jetzt eigentlich gemeinsam YouTube? Für die Leute, denen das jetzt nicht sagt, gemeinsam YouTube ist eine kleine Community aus kleinen YouTubern, die sich einfach zusammengetan haben und sich gegenseitig unterstützen, sich halt verschiedene Tipps geben. Der eine weiß das, der eine weiß halt, wie man Audio bearbeitet, der andere weiß dies und das jenes oder halt einfach Projekte zusammen macht, dies, das und so weiter, sich halt unterstützt. Ja, momentan ist es sehr, sehr ruhig in der Community geworden. Es passiert so gut wie gar nichts mehr in der Gruppe. Und das finde ich halt echt schade, da ich halt auch selbst Mitglied bin. Ich bin sogar Moderator. Sprich, ich soll halt ein bisschen für Struktur und Ordnung sorgen, halt wenn es Streit gibt oder so weiter. Oder halt auch in Chris O'Boras Livestreams, wenn er auf Kanäle reagiert, dass ich halt da ein bisschen halt, wenn es Ärger gibt, einschreite und so weiter. Was halt so ein Moderator tut. Aber wie gesagt, momentan ist es halt sehr, sehr ruhig. Es passiert kaum noch was, was ich halt sehr, sehr schade finde, weil ich halt wirklich selbst eigentlich großer Fan der Community war. Ich habe das halt gerne gemacht. Ich habe mich gerne mit den Leuten unterhalten. Das war immer eine super Sache. Gerade halt in den Premieren oder in Livestreams war halt immer eine schöne Dynamik drin. Man hat halt die Leute gekannt, man hat sich über neue Leute gefreut. Es ist halt immer irgendwie was passiert. Momentan ist halt tote Hose. Generell ist es halt in der Gruppe immer ruhiger und ruhiger geworden. Aber jetzt, da Chris O'Bora halt gar nicht mehr auf Kanäle reagiert, ist es halt wirklich sehr ruhig geworden und halt so gut wie nichts passiert mehr. Selbst hier Alteingesessene, nenne ich es jetzt mal, sind halt kaum noch in der Gruppe aktiv. Jeder macht halt so sein Ding für sich. Und das finde ich halt echt schade. Ich fand das immer schön, wenn man halt einfach mal was zusammen gemacht hat oder sich halt gegenseitig unterstützt oder halt einfach unterhalten hat. Und ich hätte es halt gern wieder. Ich würde es halt wieder von vorne neu aufbauen, weil momentan ist ja gesagt halt nicht so viel los. Und ja, habe ich mir gedacht, okay. Du willst eine Gruppe aufbauen. Die ganze Zeit ging es über WhatsApp. Das ist jetzt halt so semi-geil. Sagen sie, okay, was könntest du jetzt besser machen? Also, wir haben einen Discord. Den haben wir auch schon länger. Nur passiert der halt auch momentan nichts drauf. Das meiste ging, wie gesagt, über WhatsApp. Da ging halt, ja, gerade das halt von der Hauptgruppe drüber, die sich unterhalten haben. Aber ich würde das halt gern offener gestalten, so dass halt jeder, der mal Lust hat, auch mal reinschnuppern kann, was jetzt los ist. Also, ja, der Discord. Der ist natürlich unten für euch verlinkt. Da dürft ihr gerne mal reinkommen, ihr dürft besuchen, falls der Link nicht gehen würde. Ich habe da irgendwie große Probleme mit Discord-Links. Ich kriege das irgendwie nicht auf die Kette, dass sie nicht ablaufen. Trotz Einklicken, nicht ablaufen, laufen die doch irgendwie ab. Irgendwie bin ich da so doof für. Falls der nicht gehen sollte, schreibt einfach in den Kommentaren, ja, der Link geht nicht. Da pinne ich einfach den neuesten, aktuellsten oben an, bis ich halt irgendwann gelernt habe, wie Discord funktioniert. Ihr seid halt herzlich dazu eingeladen, ihr könnt mal reinschnuppern. Ja, mal gucken, was passiert. Wir können ein bisschen mit uns schreiben. Neben Discord habe ich halt noch eine weitere Baustelle angefangen, nennen wir es mal so. Ich habe unsere Homepage ein bisschen aufgehübscht oder ein bisschen umgestaltet. Ich habe die Liste rausgenommen von den Kanälen, auf die Kysobora reagiert hat. Da ja die Kette jetzt erstmal unterbrochen ist, habe ich sie halt erstmal pausiert. Also die Seite ist nicht weg. Man kommt nur nicht so leicht an sie ran, weil momentan ist es halt, finde ich, irrelevant, da Kyso ja nicht mehr auf Kanäle reagiert. Brauchen wir die erstmal nicht. Und so ein bisschen Ordnung versuche ich da jetzt schon reinzubringen. Aber im Austausch für die Liste habe ich halt zwei andere Sachen hinzugefügt, für die ich halt eure Unterstützung brauche, weil ich wollte halt was für die Community von der Community machen. Also habe ich mir gedacht, okay, wir sind alle YouTuber, jeder, der mitmachen will oder vielleicht jeder, der auch mitmachen möchte und sich noch nicht einig ist, ob er jetzt YouTube machen möchte und sich Tipps abholen will, ist gerne eingeladen. Wir haben dort unter anderem ein Forum, da kann man sich anmelden und halt austauschen mit verschiedenen Themen, wie man das aus dem Forum kennt. Wie angekündigt, habe ich auch zwei neue Sachen hinzugefügt, über die ich jetzt einmal mit euch reden möchte. Es sind beides Sachen von der Community für die Community. Sprich, ich brauche eure Hilfe, um da halt ein bisschen mehr Footage zu kriegen. Es sind einmal Tutorials und einmal Stock-Footage. Bis jetzt ist momentan nur mein Stuff da, weil ich habe halt von mir selbst mir die Erlaubnis gegeben, das mit euch zu teilen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, Tutorials und Stock-Footage bereitstellen. Wie ihr das macht, komme gleich dazu. Ich will jetzt erstmal nochmal generell drüber reden. Unter Tutorials haben wir halt, ja, wer sagt's, Tutorials? Alles, was in Richtung Tipps und Tutorials Richtung YouTube geht, will ich dort verlinken. Wie gesagt, momentan ist nur mein Stuff drauf, aber wenn ihr halt Tutorials habt Richtung, wie erstelle ich Thumbnails, wie funktioniert Audio, wie geht OBS, halt generell alles, was mit YouTube zu tun hat, möchte ich halt dort verlinken. Und auch ihr könnt natürlich eure Videos dort verlinken. Gibt folgendermaßen einfach, ich habe auf der Homepage auch nochmal einen kleinen Satz dazu geschrieben mit einer E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr alles hinsenden. Diese E-Mail-Adresse ist tatsächlich nur dafür da, halt dafür die Community bereitzustellen. Wenn ihr selbst ein Tutorial für die Seite bereitstellen müsst, dass ich halt euch verlinke, seid so lieb und sendet mir einmal den Link. Wenn ihr lieb seid, schreibt ihr noch dabei, welchen Kanal, aber zur Not kann ich mir den hier rauskopieren und sendet mir bitte ein Thumbnail mit dazu. Ich möchte halt nicht die Videovorschau nehmen, weil die sieht halt auf den Homepage immer ein bisschen komisch aus und kacke aus. Ich brauche ein Thumbnail, das lässt sich A für mich schöner bearbeiten und es sieht einfach optisch schöner aus wie diese ja, Videovorschnitte, die halt die Internetseite zur Verfügung stellt. Sieht einfach cleaner aus.
Ja, das sendet mir dann einfach zu und ich sorge dafür, dass das auf die Homepage kommt. Momentan kann man es leider nicht anders machen. Ich weiß halt nicht, wie man das managen sollte, dass halt jeder da einfach was hochladen kann, ohne da halt die Kontrolle zu verlieren. Daher sendet das Zeug an mich und ich lade es dann hoch. Ja, das gleiche gilt natürlich für Stock-Footage. Ihr könnt halt auch verschiedene Sachen hinsenden. Dann halt einmal brauche ich das Stock-Footage von euch, euren Namen, der verlinkt werden soll, und halt natürlich irgendeinen Social-Media-Link. Weil ihr wollt ja auch genannt werden. Und es ist auch die einzigste Bedingung, die zählt bei Stock-Footage, wenn ihr das Zeug nutzt für eure Videos oder Streams oder was weiß ich, wenn ihr irgendwas öffentlich macht und die Bilder nutzt. Gebt an, dass ihr das halt von jemand anderen habt, also sprich den Namen, und am besten packt ihr den Link noch rein in die Beschreibung. Also es ist jetzt nicht so schwer, das kann man schaffen. Und seid so fair, dass ihr halt, wenn ihr fremdes Material benutzt, das gratis zur Verfügung steht, dass ihr einfach dabei schreibt, ja übrigens, ABC hat das gemacht, da ist der Link, geht mal Hallo sagen oder so. Es reicht, wenn es in der Beschreibung steht, ihr müsst es nicht im Video erwähnen oder so, schreibt es einfach in die Beschreibung, dann ist gut. Und auch beim Stockfilm gilt, möchtet ihr eure Sachen bereitstellen, also es muss auch schon von euch kommen, nicht von anderen, dass halt, was ihr spenden möchtet, einmal halt euren Namen, der genannt werden soll, und irgendeinen Social Media Link, sei es jetzt YouTube, Facebook, Twitch oder was weiß ich, irgendwas, wo man halt sagen kann, okay, das ist die Person, sagt mal Hallo. So, das war es jetzt erstmal zur Homepage, die ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Momentan reagiert Quizzo ja nicht auf Kanäle und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch erstmal nicht mehr machen. Daher habe ich mir gedacht, ich habe es auch schon mal ausprobiert, einmal mit dem Zani zusammen und einmal mit dem Kuni zusammen, dass ich jetzt halt einfach diese Rolle übernehme und auf Kanäle reagiere. Und ich fange jetzt offiziell am Samstag an. Wenn ich auf euren Kanal reagieren soll, schreibt mir das einfach mal in die Beschreibung hier unten rein. Oder wenn ich halt auf nur ein bestimmtes Video reagieren soll, dürft ihr das auch gerne reinschreiben. Und ja, wie gesagt, dann fangen wir diesen Samstag an. Und dann versuche ich jeden zweiten Samstag einen Livestream zu starten, wo wir dann halt so, ja, 2 Stunden ungefähr einfach auf Kanäle reagieren. Ich versuche das auch noch wirklich durchzuziehen. Die Streams werden abends stattfinden, meistens so gegen 7. Ich glaube, das ist eine gute Zeit für mich. Aber genaueres werde ich einfach im Discord bekannt geben. Also lohnt es sich für euch schon mal da vorbeizuschauen, wenn ihr einfach wissen wollt, wann die Streams anfangen. Ich werde halt immer ein bisschen mit Smalltalk anfangen, so ein bisschen Chatting, und dann halt werden wir uns Kanäle ansehen, die halt ihr zur Verfügung stellt. Fangen dann einfach mit denen an, die halt im letzten Video oder halt jetzt in diesem Video halt unten in den Kommentaren verlinkt sind. Ja, so viel dazu. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt und ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns Samstag. Auf Wiedersehen. Tschüss.